Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um den zweiten Teil der Ivy Years Reihe gehen und zwar ist das, was wir verbergen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie ihr wisst, habe ich ja den ersten Teil der Ivy Years Reihe, Bevor wir fallen, vor kurzer Zeit gelesen und ich fand ja die Geschichte echt super süß, es war eine richtig schöne College New Adult Geschichte, aber mich konnte dieses Buch jetzt nicht so tausendprozentig überzeugen, dass ich da extrem begeistert von war. Es war eine gute, solide New Adult Geschichte. Aber nichts, wo ich sage, dass es mich extrem umgehauen hat. Und ja, jetzt habe ich ja den zweiten Teil gelesen und zwar war das, was wir verbergen. Und was soll ich sagen, der zweite Teil hat mir um einiges besser gefallen wie der erste. Ich weiß nicht warum, aber für mich war die Chemie zwischen den beiden Charakteren im zweiten Teil einfach viel, viel besser. Ich fand die Hintergrundgeschichten der beiden einfach so interessant und so toll und so herzzerreißend und so bewegend. Und ich glaube einfach, dieses große Ganze hat mir im zweiten Teil einfach besser gefallen, weswegen mich der zweite Teil wirklich richtig begeistern konnte. Ich habe die Geschichte so, so gerne gelesen. Ich habe die auch super schnell gelesen. Ich hatte kaum angefangen, da war ich auch schon wieder zu Ende mit dem Buch. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil der Ivy Years Reihe auf jeden Fall viel, viel besser gefallen hat, nochmal wie der erste. Wie gesagt, der erste war eine gute, solide, eine Edit-Geschichte. War für mich jetzt aber, wie gesagt, nichts Überragendes. Aber der zweite Teil war da schon um einiges besser. Und ich erkläre euch jetzt aber erstmal, worum es im zweiten Teil der Ivy Years Reihe geht. In Was wir verbergen lernen wir Scarlet Crowley kennen und wir lernen auch gleich zu Beginn der Geschichte die Hintergrundgeschichte von Scarlet kennen und wir sehen gleich zu Beginn der Geschichte, was bei Scarlet eigentlich los ist und was ihr großes Geheimnis ist. Also das erfährt man gleich zu Beginn des Buches und man kann sich so gut in ihre Lage hineinversetzen. Ich habe sofort so eine riesige Empathie zu ihr entwickelt, wo ich einfach nur dachte, boah, das arme Mädchen, das kann nicht sein, was die alles durchmachen musste. Bitte geh aufs College, geh weg von zu Hause, fang ein neues Leben an, lass alles hinter dir. Also wie gesagt, ich war von der ersten Seite an, war ich komplett bei Scarlett und ich konnte sie tausendprozentig verstehen. Ich konnte ihre Ängste verstehen, ich konnte ihre Zweifel verstehen. Ich konnte das einfach alles so gut nachvollziehen, wie ihre Gedankengänge auch waren. Und ja, das fand ich sehr, sehr gut. Auf jeden Fall lernen wir zu Beginn der Geschichte Scarlett kennen. Und ja, wie gesagt, Scarlett flüchtet von zu Hause und kann es kaum erwarten, endlich aufs College zu gehen und dort einen Neuanfang zu starten. Denn wie gesagt, in ihrer Vergangenheit, in ihrem letzten Highschool-Jahr ist etwas passiert, was richtig, richtig schockierend ist, was richtig schlimm ist und was auch bei ihr ein gewisses Trauma zurückgelassen hat. Und Scarlett ist nun heilfroh, auf dem College zu sein und lebt sich da auch relativ schnell und gut ein und lernt auch gleich zu Beginn des College in einem ihrer Kurse Bridger kennen. Bridger ist der beste Freund von Hartley vom ersten Teil und Bridger ist ein eigentlich sehr, sehr lebensfroher Mensch und er hat aber in diesem College-Semester sich um 180 Grad gedreht. Er geht auf keine Party mehr. Er ist einfach ein sehr, sehr ernster Student geworden, der wirklich alles nur noch für sein Studium tut. Er tut nur noch lernen, er tut nur noch arbeiten und er kümmert sich halt wirklich nur noch um sich selbst und vernachlässigt halt auch seine Freunde, geht nicht mehr mit auf Partys und keiner versteht so wirklich, was da genau los ist. Und wie gesagt, Scarlett und Bridger treffen aufeinander und Bridger merkt halt sofort, dass Scarlett ein ganz besonderer Mensch ist. Er findet sofort Zugang zu ihr und die beiden kommen sofort super miteinander aus und die zwei werden Freunde. Und es ist aber sehr, sehr schnell für beide klar, dass da mehr ist wie Freundschaft, aber beide haben nun Angst, aufgrund ihrer Geheimnisse da mehr draus werden zu lassen, denn Bridger hat einen Grund, warum er sich in diesem Semester um 180 Grad gedreht hat, warum er nur noch lernt, warum er keine Zeit mehr für seine Freunde hat. Und herauszufinden, was bei Bridger jetzt eigentlich genau los ist, warum er sich so verändert hat und was zwischen ihm und Scarlett alles noch passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in Was wir verbergen geht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Handlung wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die Handlung einfach wirklich super flüssig. Es war hier keine Stelle in dem Buch, wo ich gesagt habe, boah, das ist unnötig oder das ist langweilig. Nein, also dieses Buch hat einfach einen mega guten Fluss. Also man kommt da wirklich super schnell durch. Also wie gesagt, ich habe angefangen und schon war es irgendwie auch wieder zu Ende, was ich wirklich traurig fand. Denn ich habe dieses Buch wirklich eingeatmet. Also das war wirklich so eine Geschichte, wo ich auch wirklich dran geblieben bin, wo ich so interessiert war einfach, dass ich wissen wollte, wie es weitergeht, wo es mich einfach interessiert hat, was mit den beiden alles noch passiert, was bei Bridger jetzt alles noch passiert, was mit Scarlett jetzt alles noch passiert aufgrund ihrer Vergangenheit. Und das war einfach alles so interessant zu lesen, dass ich dieses Buch wirklich eingeatmet habe. Also von der Handlung her kann ich nur sagen, dass die mir richtig gut gefallen hat. Wir haben hier ganz, ganz tolle Turns in der Geschichte drin. Wir haben hier Wendungen drin, die man einfach nicht kommen sieht. Und man hat am Ende hier wirklich eine richtig schockierende Geschichte auch noch mit, wo dann am Ende alles rauskommt, was eigentlich genauso passiert ist. Und ich war da schon wirklich sehr, sehr entsetzt und habe da wirklich auch sehr mit den Charakteren auch mitgelitten. Und das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Also von der Handlung her kann ich nur sagen, top, hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Was die Charaktere betrifft, sagte ich ja schon, ich war von der ersten Seite an komplett bei Scarlett. Ich konnte mich super in sie hineinversetzen, ich konnte ihre Ängste verstehen, ich konnte ihre Zweifel verstehen. Ich konnte verstehen, warum sie so ist, wie sie ist und warum sie das getan hat, was sie getan hat. Also das war für mich einfach alles so 100% nachvollziehbar. Und ich habe wirklich mit ihr mitgelitten, streckenweise. Gerade so am Ende hin, wo dann so alles aufgedeckt wurde und wo dann noch man vieles erfahren hat, was eigentlich alles so da dahinter steckt. Und so ging es mir auch bei Bridger. Also Bridger war auch so ein Charakter, wo man eigentlich erwartet, dass er der riesige, übelste Playboy ist, so wie man ihn aus dem ersten Teil kennt und auch so wie viele immer über ihn reden. Aber man erkennt, dass da halt noch so viel mehr in ihm drinne steckt und dass er auch eine richtig tolle, liebevolle Seite hat und eine mitfühlende Seite und dass er ein wahnsinnig großes Herz hat. Und das zu lesen war einfach alles so super toll und es hat mich einfach sehr, sehr berührt, was die Charaktere betraf. Also ich habe wirklich mit den beiden mitgelitten und mitgefiebert und ich habe mit denen wirklich Ängste durchgestanden. Also das war wirklich richtig, richtig gut gemacht und hat Serena Bowen mir bewiesen, was sie kann. Und was macht Milo hier im Hintergrund? Milo? Baby? Was tust du da? Das war Gastauftritt Milo. Ja, auf jeden Fall habe ich mit den Charakteren super mitgefiebert. Also auch die Nebencharaktere haben mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben ja wieder Hartley und Corey aus dem ersten Teil, die man ja schon kennt, die auch wieder mit drin vorkommen. Dann haben wir noch ein paar andere Nebencharaktere, die mir auch sehr, sehr gut gefallen haben. Und ja, ich kann nur sagen, was die Charaktere betrifft, hat es mir auch wirklich mega, mega gut gefallen. Ich mochte es sehr und wie gesagt, ich habe mich super gut in die Charaktere hineinversetzen können. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier wieder am Harkness College, wie im ersten Teil auch. Wir haben hier wieder so ein typisch amerikanisches College-Setting, was ich ja sehr, sehr cool finde, was ich auch immer sehr, sehr mag. Also wir haben Studentenwohnheime und einen riesigen Campus, dann so kleine Cafés und ich fand die ganze Art und Weise, wie Serena Bowen diese Orte wieder beschrieben hat und wie sie das alles erzählt hat, rübergebracht hat, hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich konnte mir das wieder richtig gut vorstellen und ich finde das Harkness College als Setting wirklich richtig cool und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich auch nichts weiter sagen, außer dass ich sehr, sehr mochte. Was den Schreibstil von Serena Bowen betrifft, hat dieser mir in diesem Buch auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Der Schreibstil bei der Ivy Years-Reihe ist nicht ganz so obszön, sage ich jetzt mal, wie bei der Vermont-Reihe, also bei den True North-Büchern. Die True North-Bücher sind ja schon ein bisschen eher an Ältere auch gerichtet, ich sag mal so vielleicht so ab 22, weil die Charaktere auch in diesen Büchern einfach alle schon älter sind, die sind alle schon Ü25 und dadurch ist der Sprachgebrauch bei der Vermont-Reihe einfach auch ein bisschen derber und ein bisschen obszöner. Wie hatten wir es letztens mit FIFA, Fö? Auf jeden Fall ist bei der Vermont-Reihe halt die ganze Ausdrucksweise einfach ein bisschen flapsiger und ein bisschen obszöner. Und das ist aber bei der Ivy Years-Reihe nicht so. Also wir haben hier nicht solche derbe Aussprache, sondern das ist alles eher zurückgenommen. Ich kann aber nur sagen, wer das bei der Vermont-Reihe vielleicht ein bisschen störend fand, diese Ausdrucksweise, die halt schon ein bisschen derber war, streckenweise. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Wir haben hier ein sehr liebevollen Schreibstil. Klar, dass hier auch mal vielleicht ein Schimpfwort drin vorkommt oder sowas, aber das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Das ist in unserer heutigen Zeit, glaube ich, normal. Aber ja, der Ausdruck ist einfach viel harmloser. Also es ist, finde ich, ein sehr, sehr romantischer Schreibstil, ein sehr, sehr gefühlvoller Schreibstil. Wir haben hier auf jeden Fall den gewissen Biss in der Geschichte auch mit drin, wo man halt auch dranbleibt und wo man sich super in die Charaktere hineinversetzen kann. Serena Bowen schafft es halt auch, durch ihre ganze eigene Art und Weise jedem Charakter da so Leben einzuhauchen und jeden Charakter so gut zu individualisieren und ja, das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen wieder. Also ich liebe den Schreibstil von Serena Bowen, ich liebe ihn in der Ivy Years-Reihe, ich liebe ihn in der True North-Reihe und in der Gravity-Reihe, wo ich jetzt die ersten beiden Teile gelesen habe, habe ich ihn auch geliebt und ich muss wirklich sagen, dass er in jeder Reihe komplett anders ist. Also bei der Gravity-Reihe war der Ausdruck und das alles wieder komplett anders wie bei der Vermont oder der Ivy Years-Reihe und ich finde das wirklich wahnsinnig cool, dass die Autorin es schafft, in jeder Reihe so was Eigenes für sich auch nochmal zu erschaffen und zu finden. Und ich finde das einfach ganz, ganz toll. Und ich liebe die Bücher von Serena Bowen. Und ich kann euch den zweiten Teil der Ivy Years-Reihe, Was wir verbergen, auf jeden Fall nur empfehlen. Mir hat er um einiges besser gefallen wie der erste. Ich fand ihn ganz, ganz toll und ich freue mich dann schon sehr, wenn der dritte Teil dann erscheint und kann euch, wie gesagt, dieses Buch auf jeden Fall nur empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe es und mehr gibt es dazu eigentlich jetzt auch gerade nicht. Das war meine Buchvorstellung zu Was wir verbergen von der Ivy Years-Reihe und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Aber Achtung beim Spoilern, bitte Platz lassen, dass ihr nicht alle spoilert, die nicht gespoilert werden wollen. Und ja, ansonsten gibt es an dieser Stelle nicht mehr zu sagen, außer ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.